Gut eigentlich schon. Steht mir, ne? Natürlich. Steht mir oder nicht? Mir stehen überhaupt gar keine Wind. Es ist soweit, die zwei sind wieder im Drogenrausch. Ich zeig Größe und zieh meine Hose. Ich liebe eure Metall. Die Hände blutig an Frankie Kubrick, das ist Pinstuhl. Ich nehm mich Dürst, denn ich geh'n weg, Rookie, es fliegt niemals mit Farbe, das ist Pinstuhl. Das machen wir nicht mehr. Hengst und ich haben uns jetzt entschlossen, wir werden nicht mehr mit Mütter dissen. Ich wicke deine Mutter, weil ich mich dabei gut fühle. Meine Rap geht unter die Gürtellinie wie Tiefschläge. Der Rap über Drogen, die wir den Fürsten. Und im Gegenzug dazu machen wir jetzt Schwestern. Oder? Ja. Du meinst ernst? Wenn's an dir geht, treffe jetzt diese Penner, so wie Robert Enkel. Deine Mutter hab ich nachts ins Adlon bestellt. Und sie hat Gas gegeben, so als wär sie Adolf Rousset. Wir versuchen uns immer zu toppen. Mit Mutter, also immer noch einen draufzusetzen. Okay. Ich habe aber jetzt ein ganzes Album gemacht. Er hat vorher ein ganzes Album gemacht, aber ich habe jetzt nochmal ein ganzes Album gemacht. Und er hat wirklich einen aufgehört. Also der muss jetzt wieder nachlegen, oder? Ich muss jetzt mein Herz machen, ja, geht nicht klar für das. Also er will das auf jeden Fall nicht durchstehen lassen. Aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall, ist für mich halt immer schwer, jetzt nochmal da nochmal draufzusetzen. Für mich war es immer nicht schwer. Auf dem Album war es ja. Ordentlich. Aber ich bin zuversichtlich. Du bist schon einer der Ersten, der da diesen eigenen. Was geht? Der Held hat eine Rap-Sparte erfunden. Jetzt nochmal, ja, nochmal. Alle Hände, alle Hände. Das ist, nee, das ist nur eine Rap-Sparte, die ist nur mit Mutter. Wir ficken jeden, alle. Und ich habe jetzt, das ist mir alles egal. Das ist eine Sparte auf jeden Fall, wo ich mich wohl gefühlt habe. Das hier ist kein Album voller Widersprüche, denn ich klopfe Widersprüche. Asphalt-Massaker 2, heute gibt es Kieferbrüche. Diese Krüppel machen... Komm, die Ausländer, gehen jetzt mal alle in den Schnitt zurück. Alle bitte kommen ich komme da rein mit goldenem Mike, greif mir die AK und Flair muss in den sauren Apfel beißen wie Adam. Yeah. Denn zu Zeiten, wo Agro da war, kannte keiner in der Szene diesen Marokkaner. Per E-Mail schicke ich ihm dann einen Text. Sag da, fick mal die Mutter lieber so oder so. Dann, auf jeden Fall, er gibt mir Tipps, ich gebe ihm Tipps, sag, es gibt immer was, was man noch, wo man noch eine Mutter oder eine Schwester einbinden kann. Das ist schon richtig Hip-Hop-mäßig. Sie bin ich ja zurzeit Platz 1. Also okay. Gut. Ja, die treuen. Die treuen MC-Fans. Die treuen MC-Fans, also die verstehen auch den Intellekt, der hinter der ganzen Sache steckt. Ja. Die uns auch vor allem im Forum jahrelang unterstützt haben. Richtig. Klar. Auch diese tiefgründigen Texte, die erkennen den Sinn da drin. Ja. Und deswegen, denke ich mal, geben wir den Props, oder? Ja. Farid Bang ist zurück, glaub mir jedes Wort. Asozialer und respektloser als je zuvor. Wo ist Agro jetzt hin? Nicht wie Kermax Musik. Leg das Mic auf den Boden. Wer will es? Ja, was kann man denn sagen an dieser Stelle? So, ich will gar nichts Böses sagen, wenn ihr, dreh mal die Kamera nach da, dann siehst du. 1 gegen 7, ich fick Sekte Musik, wenn der Beat nicht mehr läuft, wer will noch Beat? Und einen hab ich doch vergessen, oder? Und ich schlage Frankie Kubrick tot. Jo, auf jeden Fall Sultan Hengst, Farid Gangbang, neues Video, Gangster Music. Sehr oft. Aber also ich habe auch überlegt, ich lasse ihn lieber reden, weil sonst muss ich mich wieder im Internet entschuldigen. Willst du jetzt dich noch irgendwas entschuldigen? Nee, nee, nee. Ich habe gerade gescheit geklappt, ich lasse einfach Farid reden, so arbeitmäßig. Ich möchte mich bei meinem alten Lehrer entschuldigen, in der 9. Klasse. Okay, habe ich ihn einmal Hurensohn genannt und jetzt will ich mich hier entschuldigen. Entschuldigung, Herr Zirbis.
Also jetzt seht ihr mich nicht normal, sondern in HD. Und ich denke mal, das ist auch nochmal ein neues Spektakel. Ich sehe auf jeden Fall heute, glaube ich, ziemlich gut aus. Und es wird gleich auf Frauenjacken gehen. Guck mal, siehst du, mit Jogginghose. Also wie gesagt, wir sind auf jeden Fall Leute hier. Fahrt ist auch dabei. Hallo Fahrt, willst du was sagen in die Kamera oder? Was soll ich sagen? Ich bin hier mit den German Dreamern, alle sind da. Farid, Cupcake ist gerade getroffen, G-Style getroffen, Echo hält die Kamera, jetzt werde ich von Echo gefilmt, ist auch mal was Neues. Ja. Aber ich merke, ist cool, hab mich gefreut hier zu sein, ist cooles Dreh bis jetzt. Ja. Yeah. Ich hab viel Glück für dein Album, Farid. Dankeschön. Okay, jetzt machen wir. Also wie gesagt, das ist jetzt unser nächstes Konzept. CDs verkaufen sich nicht so gut. Und deswegen sind wir gerade an der Kooperation mit YouPorn und YouJizz am Arbeiten. Eine Seite, die auch die German Dreamer Fans mit Sicherheit häufig besuchen oder parallel, wenn sie im Forum sind, auch noch in anderen Fenstern geöffnet haben. Okay, das ist jetzt der letzte. Danach gehen wir, ne? Und jetzt fahren. Okay. 1 Million Klicks und ich werde jetzt wieder gerufen an dieser Stelle. Okay.